bleibt weg. Erhöre uns. Alle Lebewesen warten darauf, dass du erwachst. Ui, 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 ui. Und jetzt machen wir den Speed-Modus an und wachsen ganz schnell. Flup. So, wer wollte mich töten? Oh nein, er ist erwacht! Der Vertreter von Licht und Schatten... Die Vertreter von Licht und Schatten sprachen, als sei er ihr Ritter. Der Weiß aus Krista befehligte mich. Töte Drake, wenn er Beruga wiederbelebt hat. Ich war überzeugt davon, dass es dir gelingen würde, Drake. Wenn ich dich vernichte, kann uns nichts mehr aufhalten. Ragnara wird für die Wiedergeburt der Hölle sorgen. Ragnara? Genau. Die Menschen nennen ihn den Teufel. Also, Melina, töte ihn! Drake wird nicht den Mut haben, sich zu wehren. Aber sie wird nicht den Mut haben, mich zu töten. Du, komm her! Du scheiß Mistvieh! Lass uns diesen Ort verlassen. Drake, endlich sehe ich dich wieder. Ich habe dich nie vergessen. Doch nie hätte ich gedacht, dass wir uns so wieder treffen. Ich erhielt den Auftrag, eine Person der Oberwelt zu töten. Doch ich wusste nicht, dass du es bist, Drake. Du nutzloses Ding! Genug, ich werde ihn töten! Du wirst bestimmt nichts tun. Fluffy, was sagst du da? Du warst so lange mein Gefährte. Drake, du verstehst so immer noch nicht. Du wurdest nur benutzt, Drake. Nicht mehr als eine Marionette. Verabschiede dich für immer. Ich muss meinen Auftrag ausführen. Ey! Fluffy löst ein Erdbeben aus. Drake ist bewegungsunfähig. Ey, nein! Nein! Dies ist dein Ende. Halt ein! Wir gehören nicht in diese Welt. Unser Tun ist Unrecht. Lass uns wieder in unsere Welt zurückkehren. Drake, rette die Menschen der Oberwelt. Zerstöre das Böse und bewahre die Welt vor ihrem Schicksal. Melina, was tust du? Halt! Ich werde dich immer lieben. Leb wohl, Drake. Melina! Nein, Melina! Melina! Melina hat richtig gehandelt. Doch warum musste es so weit kommen? Wäre das alles nie passiert, wenn ich die Truhe nicht geöffnet hätte? Doch es war meine Bestimmung, es zu tun. Ich war nur ein Spielball der dunklen Macht. Doch ich bin ein Wesen aus Fleisch und Blut, mit Empfindung. Nun werde ich mich gegen die Macht wenden, die mich schuf. Das Böse soll nicht auf Erden regieren. Ich verstehe das alles nicht. Wir sind nur Schachfiguren bei einem Spiel der Mächte, Drake. Keine Angst, wir haben immerhin noch uns. Doch werde ich dir jemals die andere Melina ersetzen können? Wen liebe ich? Unterwelt-Melina, Oberwelt-Melina. Da die Unterwelt-Melina jetzt weg ist, nehme ich die Oberwelt-Melina. Ja, klingt hart, ist aber so.
Was du mir gerade sagtest, macht mich glücklich. Doch lange Zeit lebte ich zusammen mit Melina in Krista. Viele Erinnerungen an diese Zeit trage ich noch in meinem Herzen. Diese Melina opferte sich, um mich zu retten. Tut mir leid, doch ich kann im Moment an niemand anderen denken. Du hast recht. Tut mir leid. Ja, ich muss dir etwas erzählen. Es gibt hier eine alte Sage. Sie berichtet von einem Helden, der das Böse aus dieser Welt vertreiben wird. Dieser Held bist du. In dieser Truhe sind die Waffen des Helden. Ich glaube, dass Columbo sie auf seiner Reise fand. Er versteckte sie damit sie nicht in falsche Hände geraten. Die Dorfbewohner waren die Hüter dieser mysteriösen Waffen. Deshalb wurde das Dorf zerstört und Columbo gequält. Die Seelen der Dorfbewohner verwandelten sich in Wölfe. Sie haben diese Waffen mit ihrem Leben verteidigt. Nutze sie, Drake. Fluffy, schon wieder! Eureka! Ist der Held endlich aufgetaucht? Das lange Warten hat mich ermüdet. Mein Körper ist schwach. Du brauchst nichts zu sagen. Ich weiß, dass du der wahre Held bist. Drake, dieses Ding wollte dich einmal töten? Nein, das war der andere Fluffy. Ich bin der Fluffy dieser Welt. Hey, keine Zeit zur Plauderei. Mit den Waffen des Helden müssen wir Beruga besiegen. Während wir reden, könnte irgendwo eine Stadt sterben. Drake erhält Terra-Lanze. Yay, wir haben eine neue Waffe gefunden. Drake erhält Enigma-Panzer. Jawoll, wir haben die stärkste Waffe und die stärkste Rüstung erhalten. Und wir werden sie auch anziehen. Natürlich haben wir alle unsere Sachen. Immer noch. So. Um 40 besser als die wir anhaben. Also das ist doch mal, ne? Das ist doch mal ein schönes Wörtchen. Möchtest du es anwählen? Ja, ausgerüstet. Möchtest du es ablegen? Nein. Wir sind zwar jetzt etwas schwächer geworden, weil die uns immer noch 40 gibt, aber hallo, 40 stärker. Das ist es mir wert. Und natürlich nehmen wir jetzt auch die Lanze. Anwählen, ausgerüstet. Jawoll. Warte, war das jetzt auch die richtige? Elfenbeinlanze. Warmbesetzt Großheim. Ich dachte, die hieß anders, die Elfenbein. Die Lanze. Okay. Geh nun, bekämpfe die Inkarnation des Bösen. Ich werde hier auf deine Rückkehr warten. Jawohl. Lasst uns Beruga in den Arsch treten und uns ein für alle Mal das Übel der Welt besiegen. Müssen wir jetzt aber den ganzen Weg zurücklaufen? Hi. Wieps, wieps. Huch. Dieser Vogel scheint einen Brief im Schnabel zu haben. Drake liest den Brief. Ich bin Mario und schreibe aus Sibirien. Drake, wusstest du, dass Neo-Tokyo zerstört wurde? Ein Virus namens Asmodeo löste die Katastrophe aus. Wir müssen Beruga das Handwerk legen, oder die Welt geht unter. Lord Kumari hat einige Landsleute um sich versammelt. Wir ziehen zum Laborturm in Ostsibirien, um Beruga zu stoppen. Das sind die mutigen Kämpfer. Fida, die Lady mit dem Schwert. Roy, der frühere Söldner. Und meine Enkelin, Mylin. Drake, wenn du diese Zeilen liest, dann eile uns zu Hilfe. Wir treffen dich am Laborturm in Ostsibirien. Mario. Okay. Ja, wir machen definitiv heute noch weiter.
Aber ich setze jetzt eine kleine Pause mal ein. Ich habe Hunger und möchte gern was essen. Also, bis später. Euer Play with Flake.